Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 5. Und zwar lege ich mich jetzt für diese Folge auf jeden Fall fest, Antwerpen wird fallen. Ne? Das muss definitiv passieren, weil sonst werde ich ganz schnell grummelig und ihr möchtet nicht, dass ich grummelig werde. Wir haben auf jeden Fall jetzt die letzte Folge einmal komplett damit verdödelt, dass wir hier gegen Antwerpen halt gefeuert haben, und er feuert uns jetzt hier auch schon gut Einheiten halt natürlich weg, da müssen wir definitiv aufpassen. Große Künstler wurde geboren, sehr schön, das heißt, wir haben jetzt hier Las Vegas, neuen Anhänger, bin jetzt zu Attilas Hof da nochmal gehen, somit auch die Hauptstadt. So, und wir könnten ein großes goldenes Zeitalter beginnen. Das klingt doch gut, goldenes Zeitalter klingt immer toll. So, wir haben nicht mehr so viele Einheiten, die jetzt momentan da stehen. Kanone kommt jetzt noch mit dazu. Aber es wird eine weitere Kanone hier auf jeden Fall produziert gerade. Und wir haben jetzt hier Bank. Machen wir da eine Bank. Hier bauen wir Zoo. Dann sieht das schon mal ganz gut aus. Viel mehr können wir da leider momentan noch nicht machen. Dass wir dann jetzt mit der Kanone da halt auf jeden Fall einen entsprechenden Erfolg haben werden. Ja, okay, die Einheit ist auf jeden Fall hinüber. Ja. Das war mir fast klar gewesen, dass das so passieren wird. Aber solange er auf jeden Fall meinen... Gehen wir mit unserem großen Propheten nochmal weiter nach Sonderburg. Religion verbreiten. So, und damit haben wir jetzt eine weitere Karawelle im Einsatz hier oben in Wittenberg. Und machen hier erstmal bei der Kanone hier nochmal ein bisschen was an. An Upgrades. Und wir haben jetzt auf unwegsamem Gelände, in offenem Gelände. In offenem Gelände sieht das aus. So, das bedeutet, wir können hier nochmal ein bisschen feuern. Hat aber auch nicht so besonders viel, ne? Lassen wir erstmal. Und dann bauen wir als nächstes mal einen weiteren Lancier. Und wir bauen... Opernhaus. Ja, ein Tempel. Abgeordnete einsetzen. Luxusgut für ihn. Oh, Embargo gegen Shoshonen. Nein. Oh, kann ja nicht so viel machen hier. Das ist ja. Das macht mich ein bisschen traurig. Ja, das Embargo zu verhindern, das ist das kleinere Übel wahrscheinlich. Wäre schlecht für Attila auf jeden Fall. Gescheitert. Ah, okay. Zweifel ja der Zivilisation. Oh, da hat meine Stimme. Das war ja knapp. Das Hundenreich hat für Nein gestimmt. Und hier für ja. Luxusgut verbieten. Hundenreich und Portugal. Das bedeutet, ich habe wieder. Ja. Wieder ein bisschen Unzufriedenheit mehr. Das ist ein bisschen. Beziehungsweise. Ja, nicht mehr ganz so viel Zufriedenheit, weil dann jetzt mir das zweite Luxusgut wurde mir jetzt genommen. Geraubt. So. So, wir haben noch eine weitere Karawelle. Die schieben wir einfach mal hier so ein bisschen dazwischen. Und dann haben wir hier Sonderburg. Okay. Anhänger. Ein Anhänger. Ich will natürlich nochmal nach Aarhus gehen. Tempel. Ah, okay, da, ich glaube, hier habe ich einen kleinen Fehler gerade gemacht. Ah, okay. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht.
Boah, der Tribok hält gerade so noch. So, nächstes Zeitalter heißt Stadtstaaten willkommen. Die Welt ist in das Industriezeitalter eingetreten. Da die Hälfte der Zivilisation dieses erreicht hat oder eine Zivilisation das darauf folgende. Stadtstaaten erhalten einen Platz auf der Weltbühne und treten formell in die internationale Diplomatie ein. Zivilisationen erhalten nun zusätzliche Abgeordnete, wenn sie Stadtstaatenverbündete haben. Im Rahmen dieser Veränderung beruft der Weltkongress eine Sondersitzung ein, um den nächsten Gastgeber des Kongresses zu bestimmen. Dieses Zeitalter, drei Abgeordnete für gastgebende Zivilisationen, zwei Abgeordnete für andere Zivilisationen, plus ein Abgeordneter pro Stadtstaatenverbündeter. Nächstes Zeitalter, fünf Abgeordnete für gastgebende Nationen, drei Abgeordnete für andere Zivilisationen und plus ein Abgeordneter pro Stadtstaaten. Okay. Bedeutet, da haben wir wahrscheinlich auch ein Problem jetzt, oder? Weil der 10 Stück hat. Der kann einfach nur bestimmen, halt theoretisch, dass das irgendwie ganz schön wack. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber wir sind ja an Antwerpen, sind wir auf jeden Fall dran, dass wir das dort wegbekommen. Niemals Stadtstaatenverbündeter. Probieren wir einfach mal. Mal gucken. Es kann ein. Ah, okay. Es hat gerade so gereicht. Es hat wirklich gerade so gereicht. Wir annektieren Antwerpen. Somit dürfte sich das auch im Weltkongress auf jeden Fall wiedergespiegelt haben. Ah, noch nicht. Vielleicht noch nicht. Dann wurde das vielleicht noch nicht eingesetzt. Aber wir wollen den Gastgeber wählen. Das bedeutet, wir gehen mal auf die Shoshonen. Abgeordnete einsetzen. Okay. Gerichtsgebäude. Einheit benötigt Befehle. So. Maria ist aber gar nicht so schlecht unterwegs. Ne? Hat jetzt auf jeden Fall hier mal wieder noch ein paar Städte hier überall gegründet. Aber gucken wir mal, wie lange das da etwas halt natürlich bringt. Okay, so, wir haben Luxusgut Gold. Nee, Gold kann ich nicht so hergeben, glaube ich. Nee. Wobei, wo weiß ich jetzt gar nicht. Könnte sein, dass ich. Ja, doch, ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Gold, glaube ich. Okay, so, wir wollen uns auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein Stück weit verstärken. Was wir aber nicht können, weil es teuer ist. Na toll. Na toll. Na toll. Haben wir auch noch nicht. So, auf unwegsamem Gelände, auf einem Gelände. Okay. Problem ist halt natürlich, ich habe auch Ewigkeiten, bis ich hier rüberkomme, ne? 10 Runden sind das. Bis ich denn dann mal irgendwann mal da angekommen bin. Ist schon echt sehr viel. Der hat auch nur, ja gut, der hat auch nur Gold. Das heißt, das bringt mir auch da an der Stelle nicht so besonders viel. Belgrad ist hier jetzt kein Unverbündeter. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt alle unsere Einheiten einmal hier runterschieben. Was wir denn irgendwie so haben. Weil die halt natürlich irgendwie ready sind. Zur Heilung verschanzen. Den befestigen wir. Können wir erstmal nur alles abwarten. So, der kann jetzt hier mal ein Opernhaus erstmal produzieren, das ist okay.
Maria relativ viele Einheiten hier überall unterwegs. Hat Amerika eigentlich Zugriff hier? Amerika hat zwei Städte, die, sagen wir es mal so, an der Küste gebaut sind. Kopenhagen und Kaupang. Kaupang wird allerdings eher, ja, da wird man, glaube ich, keine Möglichkeit haben. Also Amerika hat da halt auf jeden Fall keine Möglichkeit. Kann ich die Einheit dann theoretisch upgraden? Im Langschwertkämpfer könnte ich die upgraden. Schadet nicht, ne? So. Was bedeutet, Ziel für diese Runde wird es sein, dass wir... Spieler hat Frieden mit Prag geschlossen. Ah, okay. Nee. Nee, machen wir nicht. Okay, es sind aber... nicht so gut. Antwerpen leidet Hunger. Noch Hunger. Kosovite leidet auch Hunger. Warum leiden die denn Hunger? So, weil die... Okay, weil die Unzufriedenheit rumgedrückt wurde. Okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal unseren Krieg hier an der Stelle erstmal weiterführen. Das bedeutet, wir müssen mal gucken. Zack. Da ging ja nicht so viel runter. Sehr schlecht. Das ist ja echt schlecht. Oh nein. Das ist ja wirklich schlecht. Eieiei. Das ist ja nicht so gut. Kann ich gerade nicht so viel machen damit. Ja. Ja, das ist eben so ein bisschen das Problem halt, ne? Auch wenn wir da gut überlegen sind in vielen Sachen. Okay, jetzt kommt er hier mit dem Schützen. Aber gut, der Schütze kann aber eigentlich theoretisch nicht. Und hier noch die Kanone. Na, das ist kein vollkommener Sieg, aber... Schade. Hat nicht komplett gereicht. Aber annähernd. So, Opernhaus. Was haben wir denn noch? Mit Glauben könnte man wieder was kaufen, theoretisch, ne? Also wir könnten hier nochmal eine Pagode kaufen. Das heißt, wir sind zumindest schon mal wieder auf plus minus null. Okay, hier kriegen wir... Oh, der konnte sich hier schön hochheilen. Okay, hat mir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen was zerstört. Das ist aber gar nicht so wild. Na toll. Rall, willkommen im Industriezeitalter. Sehr schön.
Wir schieben hier einfach nochmal unsere Einheiten hier nochmal weiter. So, die Kanone kriegen wir wahrscheinlich noch besiegt. Gehen wir mit dem großen General mal ein Stück weit weiter. Und nur ein kleines Stück. Und versuchen jetzt mal. Weiß auch noch nicht, was wir da versuchen. Wie sieht das eigentlich aus bei den zusätzlichen Informationen? Wir könnten uns einmal anschauen, wie es denn in der Demografie aussieht. Da sieht es, okay, Amerika hat auf jeden Fall mehr Soldaten. Immer noch. Forschungstechnisch haben wir allerdings aufgeschlossen. Da fehlen noch 6 Technologien. Das heißt, da sieht es schon mal ganz gut aus. Und ansonsten sind wir bis auf das Land über auf nahezu auf Platz 2. Ich wollte allerdings auf jeden Fall ganz gerne nochmal was anderes mehr anschauen. Nämlich Sozialpolitik, Kulturübersicht, nee. Siegfortschritt. Kultur. Habe ich den Religionssieg rausgenommen? Kann sein, ne? Hier kontrolliert Mosankani eure ursprüngliche Hauptstadt. Washington kontrolliert 3 ursprüngliche Hauptstädte, okay. Kopenhagen und kontrolliert auch noch Lissabon, kontrolliert er auch noch. Ah. Okay, Kultur kann man nicht. Religion aber haben wir scheinbar ausgeschaltet. Den Sieg über die Religion, okay. Ich wollte mir allerdings Religionsratschläge, Militärübersicht. Ah, da, genau, richtig. Hier wird einem nämlich angezeigt, wann der nächste große General kommt. Ja, da sind wir schon bei einem Viertel auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Aber das bedeutet, wir wollen hier nochmal fighten. Damit die Schützen hier auch entsprechend wegkommen. Das wird aber nicht ganz reichen, oder? Das wäre eine leichte Niederlage hier, ne? Können wir uns momentan nicht erlauben. Den pausieren wir. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.